Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es mal um die Montage eines kleinen Zielfernrohres hier auf die SIG 751. Das ist ein Steiner 1-4 Military und das wird mit einer ERW-Ringmontage befestigt. Das ist mal was anderes, das was ich sonst nicht benutze. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Ich bevorzuge ja Brückenmontagen, aber für dieses kleine Zielfernrohr nehme ich eine vorhandene Montage. Und das ist so eine kleine ERW-Ringmontage, die passt zu dem kleinen Zielfernrohr. Und der Vorteil von dieser Montage ist, wenn man komplizierte Verhältnisse hat auf dem Gewehr, man kann einen dieser Füße einstellen, sodass die Ausrichtung zum Ziel exakt ist. Was brauche ich dafür alles? Ich brauche mein Werkzeug wieder mal, ein Messmittel logischerweise. Ich habe hier immer einen Messschieber dabei. Ich brauche eine Wasserwaage, um das genau auszurichten. Ich mache das immer mit der Wasserwaage oder mit dem Handy. Das kann ich auch als Wasserwaage benutzen. Ich brauche ein bisschen Isopropanol zum Entfetten. Ich brauche kleine Bits, um die Schrauben zu befestigen. Und ich brauche einen Drehmomentenschlüssel und ich benutze hier den kleinen Mikroklick von Proxon. Der ist hier drin. Diese Sachen brauche ich alle. Natürlich noch ein paar passende Spezialbits. Warum? Zeige ich nachher gleich. Ich brauche meine Montage, logischerweise. Ich brauche das Zielfernrohr und ich brauche eine Waffe. Für die Einstellung der seitlichen Verstellung bei der ERW-Montage brauche ich einen Schraubendreher, der in diese ganz kleine, ich halte es mal hier unter, in diese ganz schmale Schraube passt. Die ist sehr breit, aber sehr schmal. Und ich habe mir hier einen zurechtgeschliffen, einen Schraubendreher, und der passt da genau rein. Als erstes werde ich die beiden Ringe ausrichten. Und ERW sagt, man soll diese kleinen Teile hier unten, also diese, soll man nach vorne bringen. Und den Support, das sieht man hier unten dran, da hat eine breitere Fräsung an der Schraube. Und den Support sollte man nach hinten setzen. Wahrscheinlich ist es egal, aber ich werde das mal so machen. Das heißt, dort, wo nur ein kreisrundes Loch ist unten, das setze ich nach vorne, und da, wo das ein bisschen weiter ist, das setze ich nach hinten. Das Erste, was eingestellt werden muss, ist die Klemmung hier an dieser Stelle. Das heißt, die Klemmung kann man ganz einfach einstellen, indem man, Achtung, eine kleine Feststellschraube löst, und zwar ist die hier hinten an der Stelle. Ja, die muss es zuerst gelöst werden, und ich habe die schon mal vorgelöst, damit man die Schraube hier überhaupt drehen kann und es einstellen kann. Also die Schraube drehe ich ja hier mit einem kleinen Pin und ich kann jetzt das Ganze aufsetzen. Ja, diese Hebel sollen immer nach vorne zeigen bei ERW. Ich setze das Ganze jetzt auf und kann es schließen. Und jetzt ist das ein bisschen zu fest. Das heißt, ich drehe hier auf der Seite das ein bisschen weiter auf. Und jetzt könnte ich das hier festziehen, so sagt das ERW. Ich mache das einfach per Hand. Ich habe ja schon öfter solche Montagen gehabt, sodass es eine stabile Verbindung ergibt. Jetzt habe ich die richtige. Jawohl. Und jetzt werde ich hier vorne diese Supportschraube oder hier hinten auf der Seite, werde ich die wieder festdrehen. Die ist sehr klein. Ich mache das mal mit einem Drehmomentenschlüssel, sonst kann man die auch sehr leicht überdrehen. Ein Newtonmeter. Ja. Reicht dicke aus, vielleicht schon ein bisschen zu viel. Jetzt habe ich hier die Schraube so eingestellt, dass es hier vorne richtig klemmt. Das gleiche mache ich mit der hinteren, ja, das war ja die vordere. So, jetzt habe ich die beiden eingestellt, ja, das ist der vordere und der hintere. Und jetzt muss ich den Augenabstand einstellen. Das heißt, ich muss natürlich die Köpfe hier abnehmen, um zu gucken, wie steht das Ganze. Ich mache das hier ganz einfach. Den vorderen kann ich hier raufschieben. Der ist ja locker. Und den hinteren muss ich abnehmen. Ja, da schraube ich diese kleinen Schrauben raus. Das Blöde bei den ERW-Montagen ist, ich weiß nicht warum, man muss das hier rüberschieben und das klemmt. Also das muss hier mit Gewalt rübergeschoben werden. Ich finde das nicht gut. Man kann dabei das Zielfernrohr verkratzen. So, jetzt schraube ich das Ganze erstmal ganz, ganz locker an, damit ich das ausrichten kann. So, ich weiß, mein Augenabstand ist hier. Ich habe das schon ausgemessen, weil ich eine ähnliche Waffe habe. Das wäre jetzt die Endstellung. Ich habe hier noch Platz. Ich habe hier noch Platz, um das Ganze ein bisschen hin und her zu schieben. Das nächste, was ich mache, ist,
das ganze Zielfernrohr ausrichten. Das heißt, ich gucke von oben drauf, ob das parallel zur Waffe liegt. Ja? Normalerweise ist das natürlich der Fall, wenn ich genau die Mittelstellung nehme. Aber manchmal ist das auch vielleicht ein bisschen aus der Fassung geraten. Das sieht ganz gut aus. Ich mache das jetzt mal fest. Das heißt, wenn ich von oben rauf gesehen habe und ich sehe, das ist schief, oder ich merke durch, vielleicht durch eine Laserpatrone, die ich einsetze, oder ich gucke durch einen Lauf, was natürlich hier ein bisschen schwieriger ist, muss ich hinten abklappen, da würde das noch gehen. Und das Zielfernrohr guckt woanders hin als der Lauf. Dann muss ich die hintere Aufnahme ein wenig verstellen. Das geht ganz einfach. Ich mache das mal ab. Hier sieht man das vielleicht jetzt. Hier ist eine breite Aufnahme und hier rechts und links sind zwei Supportschrauben. Die löse ich ganz leicht und je nachdem, in welche Richtung ich muss natürlich auch diese Schraube lösen, ein ganz klein bisschen. Kann ich das durch die seitlichen Schrauben, könnte ich die ganze Sache verschieben. Müsste ich natürlich die eine Seite erst ein Stückchen lockern und die zweite Seite dann nachschieben und dann wieder überprüfen. Meine sitzt genau mittig und das ist auch alles gerade hier, sodass ich die nicht verstellen brauche. Ich habe jetzt hier meine Position gefunden. Wenn ich einen Repetierer habe, wo ich quasi nur den Schuss habe, dann schiebe ich diesen kleinen Block nach vorne. Ja, es macht aber auch keinen Sinn, einen nach vorne und einen nach hinten. Das bringt nichts. Das heißt, entweder stehen beide vorne an der Schiene an oder beide hinten. Ich wähle jetzt mal die vordere Stellung, weil es ein Gaspistensystem ist. Jetzt mache ich diesen Block fest. Jetzt ist er fest. Und den hinteren schiebe ich auch an diese Stellung und mache ihn auch fest. Im nächsten Schritt muss ich sehen, ob die beiden Sachen fluchten. Ja, ich habe ja hier ein Rohr jetzt an diesem Zielfernrohr. Jetzt kann ich das hier reinlegen und gucken, ob das klappert, ob das Spiel hat. Ich benutze halt meine Taschenlampe und leuchte dann von den Seiten rein und gucke von hinten, ob das Ganze, wenn ich es ein bisschen anhebe, an manchen Stellen zuerst Spiel hat oder nicht. Das Ganze mache ich hinten auch immer. Und kann dann sehen, ob das gleichmäßig anliegt, ja, oder ob es verschoben ist. Das liegt hier super an. Das gleiche mache ich von der Seite, da gucke ich auch, ob das eventuell verkantet ist. Leider kann man das nicht genau messen, deswegen bevorzuge ich ja immer Brückenmontage. Und jetzt muss ich das Ganze reinigen. Dafür nehme ich Isopropanol und einen Lappen und reinige das erstmal. Ich habe jetzt die Ringe gesäubert innen und entfettet und das Zielfernrohr auch. Jetzt darf ich natürlich nicht mehr anfassen. EAW empfiehlt, das Ganze zu verkleben. Da hatte ich ja schon mal gesagt, was ich davon halte. Bis jetzt habe ich das nicht gemacht. Jetzt muss ich den hinteren Ring wieder raufbringen und nach einer Weile, also wenn man das zweimal an- und abgemacht hat, dann ist das Zielfernrohr auch schön, ja, verschandelt, weil es eine blöde Konstruktion ist von EAW, die Dinger hier mit Spannung raufzubringen. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Von vorne schiebe ich das drauf. Das geht ein bisschen besser. Ich kann es ja ein bisschen öffnen, aber viel auch nicht. Mache ich ganz vorsichtig. Und jetzt bin ich genau an der Stelle. Jetzt stelle ich meinen Augenabstand wieder genau ein. Immer darauf achten, dass man den gleichen Abstand links und rechts bildet. Mit diesen Schrauben, also die beiden Zwischenräume, die es gibt, zwischen Ringoberteil und Ringunterteil, stelle ich immer so ein, dass sie gleich groß sind. Das Ganze ziehe ich jetzt so weit an, dass ich das noch gut bewegen kann hier. Ne? Das ist zum Beispiel zu fest. Das muss ich alle ein ganz klein bisschen lösen. Und jetzt versuche ich das Ganze gerade auszurichten. Das heißt, ich gucke wieder, stimmt meine Waffe noch? Stimmt natürlich nicht. Muss ich meine Waffe erstmal wieder gerade ausrichten. So, theoretisch ist es gerade. Jetzt drehe ich das um und überprüfe das von der anderen Seite. Genau ausrichten, 90 Grad, das kriegt man schon hin. Und genau ausrichten, 90 Grad. Passt. Jetzt drehe ich sehr, sehr vorsichtig, immer nur eine Zehntelumdrehung hier rechts und links die kleinen Dinger an, damit sich das nicht verstellt. Jetzt nehme ich den Drehmomentenschlüssel und gehe jetzt erstmal auf 1 Newtonmeter und ziehe alle ein wenig fester an. So, jetzt überprüfe ich das Ganze nochmal. Mitte, rechter Winkel, Mitte, passt. Jetzt erhöhe ich den auf 1,5 Newtonmeter.
EAW schreibt ja vor 2 Newtonmeter. Ja, 1,5 ist schon eine ganze Menge. Sowas auf gar keinen Fall ohne Drehmomentenschlüssel machen. Da macht man alles mit kaputt. Mal davon abgesehen, dass es dann vielleicht auch nicht hält. So, und jetzt erhöhe ich das Ganze auf 2 Newtonmeter. EAW gibt 2 Newtonmeter vor. Also muss das Ganze reichen. Stärker werde ich diese kleinen Dinger auch nicht anziehen. So, jetzt sind alle festgezogen. Ich überprüfe trotzdem alle nochmal. Alles ist jetzt mit 2 Newtonmeter angezogen und im nächsten Schritt gucke ich, ob sich das Ganze schließt. Ich probiere das jetzt mal abzumachen. Ich probiere das einfach aus. Ich habe die Montage jetzt dran. Ja, die beiden Teile gucken hier immer nach vorne und das wird nach vorne zugemacht. Das ist bei EAW so. Jedenfalls ist das immer so abgebildet. Und ich kann das jetzt auch hin und her schieben. Das heißt, beide Blöcke stoßen auch vorne und hinten an, da ich sie ja so befestigt habe. Jetzt mache ich den wieder ein wenig zu und dann komplett. So. Und guck mal, ob das Ganze passt. Vom Anschlag her passt genau. Also könnte klappen, dass ich damit vernünftig schießen kann. Soweit ist jetzt alles fertig. Hier auf der SIG 751 ist der Steiner 1-4x24 drauf und zwar in der Military-Variante. Ich bin mal gespannt, ob das Glas gut funktioniert und werde das, wenn ich das auf dieser Waffe getestet habe, nochmal vorstellen. Ich habe das ja schon ein paar Jahre auf einer anderen Waffe gehabt und benutze das hier jetzt mit dieser abnehmbaren Montage, weil noch ein zweites großes Glas auf diese Waffe raufkommen soll. Und die Waffe stelle ich euch dann beim nächsten Mal auch irgendwann vor. Vielen Dank fürs Reinschauen, das war schon wieder. Falls euch das kleine Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und falls ihr kein Video verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.